Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, einer meiner Vorrednerinnen oder Vorredner hat das Redekonzept hier vergessen. Auf meine Initiative hin debattieren wir heute kurz den Stabilitätsbericht und Sanierungsbericht, den Bremen regelmäßig nach Berlin schicken muss und dort vertreten muss. Es geht bei beiden Dingen zunächst und ausschließlich um die Haushaltssituation Bremens. Es geht um die Frage, hat Bremen noch eine extreme Haushaltsnotlage oder nicht? Es gibt da vier Kriterien. Ein sogenanntes Finanzierungssaldo, platt gesagt, Einnahmen weniger Ausgaben, ist das positiv oder ist das negativ? Es geht um eine Kreditfinanzierungsquote, das heißt, wie viel von den Ausgaben muss eigentlich kreditfinanziert werden? Das wird 2020 null sein. Es geht um eine sogenannte Zinssteuerquote, das heißt, wie viel Prozent machen eigentlich die Zinsen an den sogenannten Primärausgaben aus? Und es geht um die Pro-Kopf-Verschuldung, die in den Jahren von 2010 bis 20 tatsächlich von 26.000 Euro auf ungefähr 30.000 Euro gestiegen ist. Zwei von vier Kriterien entwickeln sich bis 2020 voraussichtlich nicht ganz gut. Auf dem Papier ist die Haushaltsentwicklung Bremens seit 2010 deutlich besser geworden, als wir es jemals vermutet hätten, aus unterschiedlichen Gründen, die wir anderswo diskutiert haben. Es scheint also alles okay. Die interessante Frage ist, wie definiert man eigentlich Stabilität? Wir haben mit Sicherheit auf dem Papier eine buchhalterische, eine haushaltspolitische Stabilität, spätestens ab 2020. Die interessante Frage ist, reicht eigentlich eine solche Betrachtung? Und deswegen wollte ich das hier gern diskutieren. Diese Form von Betrachtung streut ein Stück Sand in die Augen. Es vermittelt einen Zustand, bei dem längst nicht alles okay ist, außer die Zahlen, die man anguckt. Es vermittelt kein Gefühl, ob wir eine gesellschaftliche und soziale Stabilität haben. Und meiner Meinung nach könnte man einen solchen Stabilitätsbericht, wenn man den in etwas weiter fasst und auch die Konsequenzen von Haushaltspolitik abbildet in der Gesellschaft, um bestimmte Kriterien erweitern. Ich sag mal, anbieten tut sich die Armutsgefährdungsquote. Wir hatten heute Debatte. 2010 waren es 21%, 2017 eher andere Zahlen liegen nicht vor, 23%. Bei den unter 18-Jährigen ist hier von 31% auf 35% gestiegen und bei Alleinerziehenden von sage und schreibe 38% auf 65%. Das sind Kriterien, das ist ein Kriterium, was nicht unbedingt Stabilität vermittelt. Wir können auch, ein weiteres Kriterium wäre unter Umständen die Sozialleistungen pro Kopf. Da haben wir 2010 ungefähr 1.130 Euro pro Kopf. 2020 sind es prognostiziert 1.700 Euro pro Kopf. Das ist eine deutliche Steigerung weit über die Inflation hinaus. Klammer auf, da ist nötig, sind da Geflüchtete drin, aber das macht keinen Unterschied. Wenn wir solche Sozialleistungen bezahlen müssen, sind sie ein Indiz, wie der soziale Zustand ist. Wir können Arbeitslosigkeit, Dauerarbeitslosigkeit aufnehmen. Wir können Kriterien entwickeln über Investitions- und Sanierungsstau. Wenn man heute sagt, wir haben ungefähr 2,5 Milliarden Investitions- und Sanierungsstau, sind das auch 3.600 Euro pro Kopf. Wir könnten als Kriterium nehmen, wie viel Geld sind wir eigentlich in der Lage für Schülerinnen und Schüler auszugeben. Das sind im Jahre 2016 6.700 Euro, in Hamburg sind es 2.300 Euro mehr. Falls es noch an weiteren Kriterien mangelt, empfehle ich den Lebenslagenbericht der Arbeitnehmerinnenkammer oder Arbeitnehmerkammer, weil die haben schon entwickelt, was es sozusagen für weitere Kriterien für soziale und wirtschaftliche und infrastrukturelle Stabilität gibt. Deswegen ist meine Empfehlung und deswegen würde ich ganz gerne in Zukunft darüber diskutieren, ist es nicht sinnvoll, um sozusagen den Blick aufs Ganze zu richten und ihn ein Stück weit von der Illusion eines soliden und möglicherweise auch sanierten Haushaltes abzuwenden zu einer gesellschaftlichen Realität, in die wir in diesem Hause regelmäßig konfrontiert werden. Ist es da nicht interessant und notwendig, einen solchen Sanierungsbericht, Stabilitätsbericht so auszuweiten, dass wir ihn über reine finanzpolitische und haushaltspolitische Kriterien hinaus erweitern, dass wir solche Kriterien einfügen, weil ich meine, Stabilität, gesellschaftliche, soziale, infrastrukturelle Stabilität ist mehr als eine schwarze Null. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.